Hallo Leute, da bin ich mal wieder, Uwe. Heute mal aus einer ganz anderen Ecke. Heute bin ich mal hinten in meinem kleinen Keller und wollte euch auch dabei das Gerät, diesen Solarakku oder ja, Solarakkuspeicher vorstellen, der also nicht nur für Solar, sondern halt generell ist das ein tragbarer Akku mit Inverterausgang von 2000 Watt. Reiner Sinus, das werden wir auch noch nachher in einer Messung, werde ich das dann auch noch euch zeigen, wie es am Oszilloskop aussieht, wie da so das Lastverhalten aussieht und so weiter und so fort, wie die Kurvenform aussieht, damit man auch sehen kann am Oszilloskop. Das ist wirklich sauberer, reiner Sinus, da kann ich bedenkenlos jegliches wirklich empfindliches Gerät, Computer, Laptops, Schaltnetzteile in jeglicher Art, die es ja heute ja eigentlich nur noch gibt, induktive Verbraucher, natürlich kapazitiv, die gibt es ja, ja eigentlich kaum kapazitive, die meisten sind induktive oder halt irgendwelche Halogenlampen, die sind aber auch fast ausgestorben als reine ohmsche Verbraucher. Gut, das Gerät kann alles, da haben wir 2048 Wattstunden hier, das ist das Blueti oder Blueti AC 200 Max. Und das Gerät habe ich mir deswegen zugelegt, also mal wieder, ich zugelegt, nicht irgendwo gesponsert bekommen oder geschenkt bekommen oder jetzt mach mal und erzähl mal ein und gib mal eins zum Besten. Nein, das Gerät habe ich mir aus Überzeugung angelegt, um damit im Notfall eben halt irgendwelche Spannungsausfälle längerfristig, kurzfristig, wie auch immer, zumindest das, was ich an erheblichen Wert oder jeder halt an erheblichen Wert im Kühlschrank, können auch Medikamente sein, die kalt gehalten werden müssen und natürlich halt in Tiefkühltruhen beziehungsweise halt in Kombigeräten Kühlschrank mit unten drunter Gefriertruhe. Und das ist ja so ziemlich das Erste, worüber man sich Gedanken macht erst einmal, wenn ein Stromausfall da ist, der vielleicht einige Stunden oder vielleicht gar Tage dauert. Wie kann ich mich dann damit versorgen? Generatoren und so weiter, ja. Klar, werde ich morgen noch einiges zu erzählen. Heute oder jetzt geht es mir erstmal drauf in diesem ganzen Video. Das sind mehrere Zusammenschnitte. Geht es mir jetzt erstmal darauf, dass ich die im Keller hier meine Gefriertruhe damit betreiben möchte. So, und jetzt kommen wir kurz mal zu einem Gerät. Das Gerät hier von Blueti oder Blueti AC 200 Max mit 2048 Stunden. Ja, Lipo 4, das sind also Akkus, die wesentlich mehr, bis zu, ich glaube, 2500, gehe ich morgen noch oder nachher nochmal drauf ein, Ladezyklen aushalten gegenüber rund 1000 der alten Generation. Also die haben schon eine ganze, ganze Menge mehr Vorteil. Die sind natürlich nicht leicht, das ganze Ding wiegt roundabout 32 Kilogramm. Aber gut, was wiegt ein Generator, der 2000 Watt bringt? Das ist schon eine ganze Menge, sicherlich, aber ich habe hier sehr, sehr viele Möglichkeiten an Stromentnahme. Sinus 2000 Watt, ich habe hier noch einmal extra 12 Volt Anschluss, 10 Ampere mit einem extra Stecker dabei, zeige ich auch nachher noch das Zubehör. Dann habe ich hier nochmal den großen Stecker, diesen hier, da kann ich 30 Ampere 12 Volt rausnehmen. Da könnte ich zum Beispiel beim Wohnmobil intern die 12 Volt oder Wohnwagen die 12 Volt intern hier schon mit dran klemmen. Wie gesagt, Adapterkabel ist dabei, kein Problem. Dann habe ich hier noch einmal einen speziellen 10 Ampere 12 Volt, da ist auch so ein Stecker für dabei. Und dann alles an USB A, USB C, High Power bis 100 Watt. Und ja, Standard-USB noch einmal und halt vier Anschlüsse mit einer Gesamtleistung, also jetzt nicht pro Steckdose, mit einer Gesamtleistung von 2200 Watt insgesamt. So, dann habe ich jetzt hier die Gefriertruhe angeschlossen. Die Gefriertruhe werde ich auch noch einblenden. Das ist der Typ Bauknecht. Die habe ich schon mal länger, aber die ist immer noch aktuell. Das ist der Typ GTE 190A++. Laut Typenschild und laut den technischen Daten hat das Gerät eine Anschlussleistung von 60 Watt. Okay, 60 Watt, wenn es läuft. Aber es ist ja so, ich komme mal eben nochmal runter, es ist ja so, die 60 Watt, die so ein Kühlschrank hat, der ja nun mal mit einem Kompressor ausgestattet ist, der auch unter Druck läuft und auch logischerweise einen Motor drin hat in diesem Kompressor. Und das hat natürlich den
Nachteil, dass Kühlschränke einen wesentlich höheren, 10- bis 20-fachen höheren Anlaufstrom haben, in dem Moment, wo er loslegt, wo er kühlt, als er als eigentliche Nennleistung hat. Das ist nur eine kurze Spitze, aber die ist halt da. Und wenn da ein Gerät zu magersüchtig ist vom Ausgang her, knickt das ein, dann war es das. Und das will ich halt eben zeigen, dass das mit der Tiefkühltruhe funktioniert. Übrigens auch mit meinem großen Kühlschrank, das hatte ich schon mal getestet. Aber das lässt sich schwer hier so im Video mit unterbringen. Messungen, wie gesagt, machen wir morgen auch noch mit einer größeren Kühlbox, mit einer Kompressorkühlbox. Und dementsprechend alles, was da drum und dran gehört an Strom, an Spannungen, an Oszilloskopbildern, wie das aussieht, natürlich auch irgendwo Cosinus Phi und so weiter und so fort. Diese Daten werde ich dann alle mit euch zusammen erarbeiten, beziehungsweise ihr werdet die dann sehen am Display, um euch darüber auch nochmal etwas tiefere Gedanken zu machen zu der Elektronik, die in so einem Gerät verbaut ist. Ja, da kommen wir halt dann auch noch dazu zu den AC-In, beziehungsweise zu den Lademöglichkeiten für diesen Akku. Den kann ich mit 12 Volt laden, sprich vom Auto her. Da ist ein riesengroßes Netzteil mit dabei. Da habe ich das in, ich denke, 2,5 Stunden. Ich müsste nochmal jetzt, das, wie gesagt, das machen wir im nächsten Video, die zu den technischen Daten. Und ich habe auch einen erheblich größeren als andere Geräte, einen erheblich größeren Range für Solareingang. Der geht bis 110 Volt. Der, glaube ich, fängt bei 10 bis 110 Volt. Das ist natürlich eine ganze Menge. Und aus diesem Grunde kann ich daran an Solarzellen fast anschließen, was ich will, was man so, ich sag mal, entweder schon da hat, was man sich besorgt, was leistungsmäßig, größenmäßig Sinn macht, wie man das installieren kann, ob man eh schon eine Balkonanlage hat. Die kann ich ja eben, wenn es kein Netz gibt, kann ich die auch nicht benutzen. Und dann habe ich ja praktisch die Solarzellen tot da hängen und dann könnte ich die hier oder mit diesen hier das Gerät aufladen. Also sind viele Sachen, wo der Kreislauf sich schließt, da wollte ich halt nochmal drauf eingehen für euch von der ja, technischen Betrachtungsweise. Gut, so ein Gerät ist auch nicht, da komme ich ganz kurz eben zu, auch nicht billig. Ich sag mal so pro Wattstunde 1 Euro, nur so circa. Ja? Ich denke, die Preise werden noch ansteigen, aber nun gut. So, dann werde ich mal eben kurz ranzoomen, damit ihr auch das Display mit seht. So, wie gesagt, das hier ist jetzt der alleinige Verbraucher, die Tiefkühltruhe. Ich schalte das Gerät hier ein. Ich hoffe, dass man das sehen kann. Ja, das klappt ganz gut. So, ich habe jetzt hier verschiedene Möglichkeiten. Das ist erstmal die Startseite, die mit hochkommt. Einstellungsmöglichkeiten, Daten kann ich nochmal abrufen. Falls da irgendwo eine Fehlermeldung hinterlegt ist, hier mit dem Alarmglöckchen. Das hier, das Wichtigste, zentral, 100% ist der Akku. So, der Akku selber, der hier ganz kurz eben antippen, der geht aus, klar, Stromspargründen wieder aus. So, ich habe jetzt hier Input oder DC-Last, die dranhängt, beziehungsweise Netzstrom, den ich hier raushole, beziehungsweise AC-Last. Sobald ich das Gerät dann einschalte, oder einschalten werde jetzt, ich kann einmal DC-Ausgang, AC-Ausgang schalten. Ich schalte jetzt den AC-Ausgang. Er fragt nochmal sicherheitshalber, AC-Last ein oder aus? Nein, ich möchte ein. Na, nun mach. Wurstfinger. So, 60 Watt sollte das Gerät haben. Wie ihr gerade gesehen habt, ist eine kurze Spitze von 270 Watt da gewesen. So, und jetzt habe ich 75 Watt, die jetzt laufen. So, ja, damit habe ich jetzt 75 Watt hier dran hängen. Die Gefriertruhe läuft im Moment. Man hört es auch an dem kleinen Gesummel. Die Kühltruhe ist ziemlich randvoll, also da passt nicht mehr viel rein. Ich habe heute noch da Kuchen reingetan. Und also die ist wirklich bis randvoll, 190 Liter, mehr oder weniger voll, sage ich mal. Das heißt, da ist eine ganze Menge zu kühlen. Ja. So, dann haben wir jetzt noch einmal hier die Daten, die ich hier abrufen kann. Produktinformation, Wechselrichter, Laderichter, Info. PV, also für Photovoltaik oder Kfz-Aufladung, Netzteilaufladung, DC-Ausgang, AC-Ausgang,
Und da habe ich jetzt Ausgangsspannung 230 Volt, übrigens wie schon angesagt reiner Sinus, Ausgangsleistung 75 Watt, Ausgangsfrequenz 50 Hertz. Gut, die erwarte ich ja nun mal auch, die 50 Hertz, da haben wir ja nicht viel an. So, Akkuwartung könnte ich jetzt hier einschalten, 1, 2, 3. Das ist das. Dieses Gerät ist mit einem Akku ausgestattet. Ich habe allerdings über Adapterkabel, die ich dann für den neuen Akku mit dabei bekommen würde, noch zwei weitere Akkus kann ich hier mit aufstapeln. Das heißt, ich kann die generelle Leistung kann ich mehr oder weniger verdreifachen durch zwei Zusatzakkus. Dann ist zwar Schluss, aber drei Stück, zwei Zusatzakkus, wo ich dann auf über 6000 Wattstunden komme, da kann ich schon eine ganze Weile mit aushalten. Ja? So, gehen wir noch mal kurz zurück. Die Daten, Fehlerprotokoll brauchen wir nicht. Noch einmal zurück. So, Fehlermeldung haben wir nicht. Einstellung, Spracheinstellung, Deutsch, Frequenz 50 oder 60 Hertz halt für den US-Markt. Dies hier Eingangsquelle. Das Einzige, was ich jetzt aktiviert habe, war PV. Ist zwar jetzt nichts angeschlossen, aber gut. Tastenton ein. Mehr brauchen wir jetzt nicht. Bluetooth ist das Gerät, also Bluetooth-fähig. Habe ich ausgeschaltet, brauche ich soweit nicht. Kostet für mich nur Energie, will ich nicht haben. Hintergrundhelligkeit, Abschaltzeit 30 Sekunden für das Display. So, ja, das war es jetzt erst einmal. Wie gesagt, wir haben jetzt hier circa 18.30 Uhr gehabt. Hier steht übrigens auch die Uhrzeit. Also 13.08.2022, 18.50 Uhr. Na ja, gut, passt. So, das heißt, ich lasse das Gerät jetzt hier laufen und werde dann halt, wie gesagt, 18.30 Uhr circa eingeschaltet. Morgen früh schauen mit euch zusammen mit der gleichen Kameraeinstellung, wie die Akkuladung aussieht, um darauf zu schließen, unter anderem halt in Stunden, wie lange hält das Gerät, wie lange kann ich damit arbeiten. Jetzt nur nackt mit diesem Akku, ohne zusätzliche Ladung. So, dann sind wir jetzt wieder heute nach dem Übernacht und weitere Stunden die Bluetti gelaufen hat, kann ich Folgendes sagen. Wir haben gestern angefangen bei 18.40 Uhr, habe ich gestartet, die Kühltruhe. Und da hatte ich dann um 23.08 Uhr, hatte ich dann 88%. Jetzt haben wir kurz mal eben 57%. Ich vergrößere mal kurz. So, da sehen wir jetzt, wir haben jetzt 57% und das bedeutet 11.27 Uhr oder ja, 11.27 Uhr. Das heißt also, roundabout können wir die große Gefriertruhe mit 190 Litern hier circa insgesamt rein rechnerisch 35 Stunden betreiben. Bei den jetzigen Außentemperaturen im Winter dementsprechend länger, weil die Kühltruhe halt nicht so oft angehen muss, beziehungsweise nicht so viel kühlen muss. Ja, also das ist auf jeden Fall schon mal das erste Fazit. Das heißt also generell, dieser Power-Akku selber, ohne irgendwie jeglichen AC-In oder irgendwelchen DC-In oder sonst irgendetwas, könnte 35 Stunden die Truhe halten. Und da sie laut Spezifikation noch einmal 48 Stunden halten würde, klar, wenn man sie nicht aufmacht, und würde dabei immer noch das Gefriergut tief genug kühlen können insgesamt oder die Kälte halten, sagen wir es mal so, kommen wir also auf insgesamt 35 Stunden hier raus plus nochmal 48 Stunden. Das heißt also, ich kann da schon einige Tage mit ohne weiteres überbrücken, ohne dass ich jetzt irgendwie Angst um mein Gefriergut haben möchte. Jetzt geht es natürlich gleich nach draußen und dann werden wir die ganze Geschichte noch einmal natürlich nicht mit der Gefriertruhe, die möchte ich nicht nach draußen pümmeln, sondern das mache ich mit einem anderen Kühlschrank selber, mit einer Kompressorkühlbox, die ich dann aber dann auf minus 22 Grad runterkühlen werde damit und gleichzeitig da noch einmal Solarpower reingebe, damit man auch jetzt noch mal sehen kann, was das bringt, wenn DC oder AC reinkommt, wie lange das dann eben halt die Laufzeit verzögert, beziehungsweise eben wie lange es dauert, obwohl die im Betrieb läuft und die wird gleichzeitig noch geladen. Ja? Das heißt, das Laden kann ich natürlich nur probieren, wenn hier was schon raus ist. Und das haben wir mit 57% insgesamt. Und ja,
schauen wir weiter. Bis zum nächsten. Ciao. So, jetzt sind wir im Außenbereich und da zeige ich euch gerade mal eben meine Solaranlage selber, die ich auf dem Mast angebracht habe, um da dementsprechend etwas früher die Sonne zu bekommen. Ansonsten wird die hinten von meinem Hauptdach vom Haus so weit abgeschattet. Deswegen musste ich die etwas höher setzen. War gut, eine einfache, relativ einfache Konstruktion, Verkabelung. Und diese Verkabelung selber, die ich da jetzt halt habe, die geht jetzt normalerweise unten im Schuppen zu dem Inverter für die Einspeisung und für diese Balkonanlage 600 Watt. Die Module haben hier 225 Watt, also mal 3, also komme ich auf 675 Watt. Einspeisung zum Inverter, allerdings hat der ja natürlich nur 600 Watt erlaubten Eingang und das funktioniert soweit. Und die Verkabelung habe ich jetzt einfach nur abgemacht zum Inverter, habe das wiederum verlängert und führe das jetzt zum Ladekreis, zu dem Blue Yeti AC 200 Max. Das zeige ich euch jetzt gleich, nur halt der Vollständigkeit halber, hier ist die Solaranlage. So, jetzt befinden wir uns halt wieder im Außenbereich. Hier kommen die beiden Kabel von den gerade eben gezeigten Solarzellen kommen die an. Das sind Verlängerungskabel, 15 Meter A, die kosten hier im Set ca. 48,50 Euro. Komplett mit Steckern dran, mit allem drum und dran. Schön aufgespult und vor allen Dingen 4 Quadrat, also da habe ich relativ wenig Verluste durch. Klar, 15 Meter wird man immer irgendwo Verluste haben, aber für mich war eher die Hauptsache, dass ich möglichst viel Raum habe, um das Gerät bzw. die Solarzellen, um die halt anzuschließen. Und von daher habe ich 15 Meter gewählt. Gut, dann kommen wir zu den Adapterkabeln, die dabei sind bei dem Solargenerator. Hier vorne noch einmal Display, Bedienung und Ausgänge. Komplett, alles nur Ausgänge. Also man könnte jetzt nicht hier über die 12 Volt Ausgang über ein selbst gefrickeltes Kabel irgendwie Spannung da rein und den Akku laden. Nein, das geht nicht, das geht bestimmt schief. Sollte man vermeiden, immer Ausgänge hier vorne, Eingänge hier hinten. So, und da haben wir dann einmal die zwei Ausgänge oder Eingänge, die ich jetzt nicht brauche, um da zwei zusätzliche Akkupakete, die hatte ich schon mal kurz angesprochen, um die anzuschließen. Die habe ich nicht, vielleicht kaufe ich die irgendwann nach, aber jetzt im Moment erstmal nicht. Dann habe ich hier Adaptereingang, die 58 Volt DC, 8 Ampere, das ist für das mitgelieferte Netzteil, brauche ich jetzt im Moment auch nicht, aber den hier, der ist interessant, DC-Input 10 bis 145 Volt bei 15 Ampere, das ist schon eine richtige Ansage, also da kommen andere Geräte nicht so mit von diesem weiten Range, speziell im unteren Bereich 10 Volt, also selbst wenn ich eine Solarzelle habe, die nur eine kleine 12 Volt bringt, als Beispiel, so eine kleine Mini, die weiß ich nur ein paar Watt hat. Selbst die ist immer noch gut, weil damit kann ich immer noch einspeisen und vielleicht den Akku, auch wenn es lange dauert, minimalst laden. Aber immerhin, ich habe die Möglichkeit. Gut, also da kommt dann eben das mitgelieferte Kabel. Das ist jetzt ein bisschen, das ist natürlich verpolsicher durch die kleinen Noten, die da drin sind. Da kann nichts passieren. Stelle ich den mal wieder so rum. Jetzt kommt hier an dieses Kabel das Adapterkabel mit den DC, mit den Solarsteckern. Das kommt jetzt hier dran, ebenfalls hier durch die Formgebung des Steckers unverpolbar. So, jetzt bevor ich anschließe, rot, schwarz, ganz klar, plus, minus. Darauf habe ich auch geachtet, als ich die an meinen Solarkabeln angeschlossen habe. Trotz alledem empfehle ich immer noch einmal zu schauen, ob wirklich schwarz ist rot und plus ist minus, der alte Elektriker-Gimmick. Aber plus sollte nun mal so da sein, dass ich das jetzt hier messen kann. Und ich habe jetzt hier 87 Volt und verpolungsrichtig plus. Das heißt also hier rot ist definitiv plus mit 87 Volt. Ich sollte das auf jeden Fall kontrollieren. Vorsicht, 87 Volt DC. Also da sollte man auf jeden Fall nicht jetzt mit feuchten Fingern rumfiedeln. Das kann mächtig ins Auge gehen. DC ist nicht mit zu spaßen. So, der wird angeschlossen. Fertig. Das heißt also Stromfluss ist soweit gegeben. Jetzt schalte ich das Gerät mal ein. Oder hat sich selber schon eingeschaltet. Und wir haben jetzt
57%, das hatten wir ja von gerade noch. Und ich speise gerade mit 200, 300, 330, 352. Er braucht etwas, weil er hat nämlich auch integriert diese Spannungs-, ja, wie soll ich so sagen, er regelt sich die Spannung intern selber. Und zwar ist das diese MPPT-Regelung, also Maximum Power Point-Regelung. Das heißt, er sucht sich immer das, was er an Spannung und Strom, das Optimum, daraus kriegen kann. Wenn er jetzt volle Leistung ziehen würde und würde den Strom bis oben hin ziehen, geht ja auch logischerweise die Spannung des Moduls etwas runter. Und das bedeutet Leistung, weil Leistung ist nun mal U mal I. Und dementsprechend versucht er natürlich da in dem Maximum Powerpoint, also den maximalen Leistungspunkt, den so lange rauszufiedeln, bis er wirklich das Optimum findet aus Strom und Spannung und belastet dann auch nur seine Quelle dementsprechend. So, dann schauen wir jetzt mal, worauf er sich geeinigt hat. 453 Watt, 454 Watt speise ich gerade ein. Ich zeige euch das mal etwas genauer. So, wie ihr jetzt sehen könnt, haben wir jetzt 456, 459 Watt und er lädt natürlich jetzt auf. So, das heißt also, mehr brauche ich jetzt im Moment nicht zu tun, um das Gerät an sich, den Akku, so einfach erstmal zu laden. Während er natürlich lädt, kann ich dementsprechend die Ausgänge alle voll nutzen, so auch wie bisher. Aber ich habe jetzt hier praktisch diesen Parallelbetrieb und auf den wollte ich eigentlich hinaus. Denn dadurch hat das Gerät eigentlich, also dieser Akku, der hat dadurch eigentlich erst seine, ja, seine Begründung und seine Daseinsberechtigung, dass ich Leistung rausziehen kann. Klar, völlig autark, ohne irgendetwas, zum Beispiel im Wohnmobil. Aber ich habe natürlich auch, das ist das, was für mich wichtig ist, ich kann den laden, wie auch immer, über einen Generator, also über den DC-Adapter, über einen Generator, über DC selber, Direkteingänge, wie auch immer. Ich kann ihn so laden, wie ich möchte und kann gleichzeitig parallel dazu die Spannung rausnehmen und zwar ohne irgendeine Einschränkung. So, ich habe das mal jetzt soweit vorbereitet und schon habe ich 58 Watt. Er hat jetzt insgesamt 459 Watt Eingang. Das ist schon eine ganze Menge. Und lädt auch schon, weil er 58% jetzt hat. Das heißt, er ist in der kurzen Zeit von 57 auf 58% hoch. So, dann teste ich jetzt hier den 12-Volt-Ausgang. Ich benutze diesen 12-Volt DC 10 Ampere für ganz normalen Kfz-Stecker. Für mein... Achso, ich muss ja noch DC-Ausgang, muss ich ja noch schalten. DC-Ausgang, Last ein. So, und jetzt habe ich hier meine Tiefkühltruhe dran. Also die kann tiefkühlen und gleichzeitig oder beziehungsweise eben und auch natürlich normalen Kühlschrank für 22 Liter, glaube ich, hat der. Und der kann auch bis minus 20 Grad runterkühlen. Also da bin ich dann auch sehr zufrieden. Das heißt, ich habe jetzt im Moment ja schon den Parallelbetrieb. Ich komme hier mit Spannung an. So, ich habe den Parallelbetrieb. Ich komme hier mit Spannung an, lade es von der Solarzelle aus. Die lädt jetzt laut Display immer noch mit 454 Watt und ich habe die DC-Last habe ich jetzt bei 29 Watt im Moment. Das heißt also, es geht Strom rein und auch Strom wieder raus. Ich lade aber mit wesentlich mehr, als ich brauche. Das heißt also, über den Tag gerechnet, klar, jetzt bei Sonnenschein, logisch, jetzt bei dem Tag gerechnet, habe ich halt, wird der Akku irgendwann voll sein im Laufe des Tages. Aber gleichzeitig mein mobiler Kühlschrank laufen. Ja, und mehr braucht man da eigentlich erstmal nicht. Ich habe natürlich jetzt noch verschiedene andere Möglichkeiten, das Gerät über Solarzellen anzuschließen. Also auch kleinere, klappbare, mobile. Die zeige ich euch gleich nochmal eben. So eine mobile
ja, klappbare Solarzelle, die kann ich dann aufstellen mit so einem Ständerwerk und kann die halt für das mobile Laden benutzen. Die hole ich mal eben kurz. Kleinen Moment. So, ich wollte euch nur mal der Vollständigkeit halber so ein Panel zeigen, was so ein Klapppanel ist. Der bringt 17 Volt und 50 Watt. Steht hier hinten drauf auf dem Schildchen. Das sind zwei Module. Sehr schwer, klar, auch dadurch, weil der rundherum mit dem Aluminiumrahmen, mit dem sehr schweren, geschützt ist. Und den kann ich dann halt dementsprechend optimal zur Sonne ausgerichtet hinstellen. Das Kabel hier, halt das Anschlusskabel, das ist eigentlich dafür gedacht, um über den hinteren Solarcontroller eine Batterie zu laden. Aber natürlich, klar, ich brauche eigentlich nur die Solarzellen, zumindest für den Solargenerator hier, und würde mir da dementsprechend ein Adapterkabel zurechtbauen. Plus, minus, fertig. 17 Volt ist eben das Maximum. Der geht runter auf 15 Volt. Und da der Blue Yeti ab 10 Volt nimmt, ist die Welt vollkommen in Ordnung. So, das heißt also, dass ich dann dieses Klappmodul für den mobilen Betrieb einsetzen kann mit 50 Watt. Das ist immerhin etwas. Und kann ich natürlich auch beliebig erweitern. Die gibt es auch in 100 Watt, die Module. Aber die sind natürlich dann dementsprechend, klar, eine Ecke teurer und auch dementsprechend schwerer und unhandlicher. Aber das sei jetzt schon mal so weit gesagt. So etwas gibt es. Das Gerät habe ich hier schon sehr lange. Eigentlich viel zu wenig benutzt. Aber naja, gut, so ist das halt schon mal, ne? Man braucht ja nicht unbedingt besser haben als brauchen, heißt es ja immer. Und das ist auch meine Devise. Und gut, das nur mal so der Vollständigkeit halber. Ja? Hier hinten ist dann der Solarcontroller drauf, der eigentliche, bisschen eingestaubt. Und der ebenfalls mit so einer MPPT-Regelung ausgerüstet ist, also Maximum PowerPoint-Geschichte. Und ja, er sucht sich dann halt dementsprechend den besten Punkt raus für die Belastung, um die Batterie dann in dem Fall mit dem Controller optimal zu laden. So, da sind wir wieder. So, jetzt haben wir letztendlich, oder ich habe jetzt für euch und auch natürlich für mich, weil ich will es ja auch natürlich wissen und möchte natürlich, klar, vom technischen Verständnis her alles soweit mitbekommen und hinterfragen. So, also dieses AC200 Max von Blue Yeti oder Blue Yeti, wie auch immer man das aussprechen mag, dieses 2048 Wattstunden. Und dementsprechend LiFePO 4 Akkus mit irgendwie versprochenen 2500, also Minimum 2500, eventuell sogar bis 3500. Hängt natürlich auch stark davon ab, wie so ein Gerät benutzt wird. Ob es immer auf Null gefahren wird und dann wieder aufgeladen wird oder ob es noch einigermaßen 20% behalten kann und wird dann nachgeladen. Gut, dann kommen wir jetzt einmal ganz kurz erst einmal zu dem mitgelieferten Zubehör von dem Gerät. Wie gesagt, pro Watt. Stunde circa 1 Euro, so als Faustregel. Dazu kommt dann halt das Manual mit, natürlich in Englisch. Ich glaube, das gibt es gar nicht in Deutsch. Laufzeit Ihrer Geräte, doch, klingt irgendwie deutsch. Gut, da ist natürlich alles nochmal drin erklärt, was an Zubehör dabei ist. Wir kommen erstmal ganz kurz zu dem mitgelieferten Zubehör. Das ist hier ein nicht gerade gewichtstechnisch unerhebliches, ich rechne das mal auf circa 2,5 bis 3 Kilo, dieses Gerät. Das ist halt das AC-Adapter, was natürlich hier an der linken Seite eingeschlossen wird. Eingang, also ein sehr, sehr schweres Netzteil. Aber das verspricht es auch in roundabout 3 Stunden aufgeladen zu haben. Dann kommt das, was wir gerade schon eben oder was ich gerade benutzt habe, der Eingang für das Solar, für den Solareingang, also 10 bis 145 Volt, da auf der linken Seite. Dazu kamen dann ja das verpolungssichere DC-Kabelstecker für den Solareingang. Oder eben, ich nutze diesen Eingang nicht mit Solar und den vorgefertigten Steckern, sondern mit 12 Volt bzw. auch 24 Volt LKW bzw. vom Auto und lade damit mein Gerät wieder auf. Also ich habe hier schon mitgeliefert eine ganze Menge Möglichkeiten, dazu so ein kleiner Beutel, um die ganzen Kabel dann auch vernünftig zu bevorraten und dass ich die nicht wieder alle suchen muss.
schon mal sehr, sehr praktisch, finde ich gut. Also das Zubehör, was dabei ist, damit kann man auf jeden Fall schon mal ganz kräftig gut arbeiten. So, jetzt kommt aber auch noch eine Kleinigkeit, was bei dem Gerät was sehr gut ist. Und zwar gibt es hier noch verschiedene Adapterkabel und so weiter, verschiedene andere Netzteile. Kann man hier noch natürlich auch die schon erwähnten zwei Akkus, die ich da noch, oder auch nur einen Akku, die ich anschließen kann. Aber das ist jetzt der Verpackungsinhalt. Jetzt gibt es aber auch noch als Zubehör, und das ist eine sehr interessante Geschichte. Ich zeige euch das mal kurz. Und zwar hier im unteren Bereich. Hier habe ich die Möglichkeit, einen D300S PV-Spannungswandler anzuschließen. Das ist ein zusätzliches Zubehör, das ich kaufen kann. Aber das dient der Reduzierung der Spannung der Solarmodule, um den Spannungstoleranzbereich der AC200 Max zu erreichen. So, wir wissen ja, 10 bis 145 Volt habe ich schon im Eingang. Aber ich gehe mal jetzt von dem Fall aus, man hat jetzt schon oben am Dach eine ganze Menge an Solarzellen drauf, wo natürlich jeweils diese einzelnen Strings, nennen die sich, runterlaufen zu den Invertern. So, und wenn ich jetzt einen so einen String nehme und der hat jetzt zum Beispiel schon 350 Volt, dann ist das ja für das Gerät selber zu viel. Dafür gibt es dann halt diese Umsetzer, um aus diesen, sagen wir jetzt mal 350 Volt, ist es nur ein Beispiel, muss natürlich vorher mal gemessen werden, um so ein Gerät dann nochmal zusätzlich anzuschließen, damit ich, sagen wir jetzt mal, ein String rausnehmen kann und kann den über so ein Spannungswandlermodul zusätzlich in den Eingang bringen. Das heißt also, ich kann mit meinen effektiven 350 Volt, ist jetzt das Beispiel, kann ich das runter auf die Spezifikation für das Gerät, also unterhalb von 145 Volt, wandeln und kann damit dann auch dementsprechend das Gerät betreiben bzw. eben aufladen. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Man muss ja jetzt nicht unbedingt Solarzellen extra kaufen von 900 Watt, die hier erlaubt sind, Maximum. Wäre ja jetzt auch nicht unbedingt so richtig toll, zusätzlich da die Installation und solche Solarzellen hinzubauen. Deswegen ist natürlich diese Möglichkeit über diesen zusätzlichen Spannungswandler gegeben. Und ich glaube, die anderen Geräte, die ähnlich sind wie diese vom anderen Hersteller, die bieten so etwas nicht an. Und das finde ich natürlich absolut klasse. Ne? Und dann habe ich hier noch zusätzliche Ladeerweiterungsmöglichkeiten, zusätzliche Netzteile, die ich dazu kaufen kann und Akkuverbindungskabel und so weiter und so fort. Also je nachdem, was ich noch so brauche, kann ich hier auch vom Hersteller Zubehör dazu kaufen, wo ich dann genau weiß, Stecker passt, alles ist in Ordnung, die Polung passt, alles passt. Ich kann das nehmen und habe da kein Risiko dabei. Wenn natürlich irgendwie bastelwütig ist, kann es natürlich machen, logisch, aber es bleibt immer so ein gewisses Restrisiko dann übrig. Das kurz zu dem Lieferumfang und zu den Möglichkeiten von Bluetti. Noch einmal, ich habe da nichts von. Ich habe selber gekauft, selber bezahlt und mache hier alles selber. Ich bekomme nichts dafür. So, nicht, dass da irgendwo der Anschein erweckt wird. So, dann kommen wir ganz kurz mal eben zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt. Diese Geräte sind natürlich alle, da gibt es keine Ausnahme, stellen uns zwar 220 Volt mit einem Sinus, den werden wir gleich hier messen und mal schön sichtbar machen. Aber die stellen einfach immer nur eine Spannung von 230 Volt da, ohne irgendeinen Bezug zur Erde. Wir haben zwar hier einen Schutzkontakt im Stecker, aber der dient ja mehr der mechanischen, ja, ich sag mal, Festigkeit. Angeschlossen ist da nichts. Das Gerät ist komplett aus Kunststoff. Ich habe hier keine Möglichkeit, irgendwo über eine Erdschraube irgendetwas anzuschließen. Das heißt also, dieses Gerät stellt ein IT-Netz dar. IT-Netze sind die, die also keinen direkten Bezug zur Erde haben. Also muss ich diesen direkten Bezug eigentlich, wenn ich so ein Gerät längere Zeit betreiben möchte, oder aber wenn ich es generell betreiben möchte, mit ein paar Zusatzfunktionen ja ausstatten lassen. Und zwar dieser Stecker hier, dieser normale Standard-Schuko-Stecker oder auch ein Euro-Stecker, diese flachen ohne Schutzkontakt, die kann ich ja reinstecken, wie ich will. Die haben keinen Verpolungsschutz. Die kann ich reinstecken, wie ich will. So, wenn ich jetzt so ein Gerät betreiben möchte und soll alles richtig auch sicher sein, brauche ich natürlich mal sowas wie so ein FI-Schutzschalter, beziehungsweise eben diese RCD-Schalter, wie sie jetzt ja seit einigen Jahren heißen.
Also Residual Current Device, das ist das gleiche wie ein FI, nur halt neuer Name, neues Glück. So, und die bekommt man natürlich auch als Stecker, als Zusatzsteckergerätschaften. Das heißt, die kann ich hier reinstecken bzw. anschließen über einen Schuko-Stecker und dann eben halt im Ausgang mit einer gesicherten Spannung arbeiten. Nur brauchen natürlich solche FI-Schutzschalter natürlich, ich sage jetzt nochmal FI, die brauchen natürlich einen Bezug zur Erde. Das heißt, eine Erdung muss ich da auf jeden Fall herstellen. Ob das ein Fundamenterder ist, den ich irgendwo anklemmen kann, über eine Kroko bzw. über eine feste andere Klemme. Ob ich einen zusätzlichen Staberder irgendwo in die Wiese wirke, spielt keine Rolle. Ich brauche auf jeden Fall einen vernünftigen Erdbezug. So, und wenn ich das jetzt einmal gemacht habe, da könnt ihr auch mal bei dem Proofwood, bei dem Kanal vielleicht mal reingucken, der hat das immer sehr gut erklärt, ist zwar mit seiner bayerischen Aussprache nicht immer ganz so einfach zu verstehen, aber fachlich absolute erste Sahne. Und man sollte jetzt also von diesem Stecker aus, den ich natürlich auch nur in einer Polung reinstecke, da einen Bezug zur Erde herstellen. Das heißt also, so ähnlich wie im Hauptschaltkasten zu Hause wird der N und PE da gebrückt und schon habe ich mein Leiter, ich habe mein N, der ja dann zusammengeführt wurde mit dem PE, sprich also auf die Erde geführt ist. Und ab da darf ich natürlich dann auch die ganze Sache nicht mehr verpolen. Und da kommt zum Beispiel, ich habe jetzt nur einen Adapter dafür, das ist nur so ein Messadapter, diese auch als Campingstecker bezeichneten Stecker mal als Männchen bzw. als Weibchen. Und hier ist durch diese Nase gar nicht möglich, dass ich die anders reinstecke. So, das heißt also, dann habe ich, wenn ich so eine Verbindung dann nutze, habe ich die nicht mehr die Möglichkeit, den Stecker zu verpolen und dann aus Versehen auf, sagen wir jetzt mal, der Kühlschrank hat die Erde, rundherum ist Metall, das ist geerdet. Die Erde geht natürlich auf den Stecker, auf den Schuko-Stecker und fertig, in dieser Kombination. Wenn ich jetzt den Stecker da reinstecken würde und hätte N und PE, den N und den Leiter verdreht, dadurch, dass ich den Stecker drehen konnte, dann habe ich natürlich voll die Phase auf dem Metall drauf, auf dem Gehäuse. Das darf natürlich nicht passieren. Also sobald hier ein Kontakt angeschlossen ist, der dann wiederum N und PE gebrückt hat, ab da darf ich natürlich nicht mehr irgendwo die ganze Geschichte verpolen. Das darf dann nicht mehr passieren. Da kann man natürlich solche Stecker empfehlen oder halt eine Kombination wählen, die ich dann direkt im Hausanschlusskasten über einen Schalter extern, also normales Netz und über Notstrom umschalten kann, wo damit auch sichergestellt ist durch den festen Anschluss, dass ich da den Leiter und den N nicht mehr verpolen kann. Ja, also das sei jetzt mal gesagt. Ich habe hier ein IT-Netz fernab von allen Erden oder und ich muss daraus ein TN-Netz machen, in dem das an die Erde angeschlossen wird. Wenn es nur einfache Geräte sind, die natürlich wie zum Beispiel dieser Kühlschrank hier, der komplett aus Kunststoff ist, da ist rundherum kein Metall dran, den kann ich ja auch über DC 12 Volt betreiben, ist natürlich alles gut. Wenn ich das über einen Kühlschrank, also einen Kühlschrank anschließe und der hat irgendwo ein Problem, dass eben halt da übers Kabel die Phase aufs Gehäuse drauf kommen würde, hätte ich hier mit dem System keinerlei Schutz. Das wird er gar nicht merken. Warum? Weil die Erde gar nicht angeschlossen ist. Also das auf jeden Fall mal, macht euch da auf jeden Fall nochmal schlau. Ich werde überlegen, ob ich darüber nochmal ein eigenes Video mache, sonst wird das diesen Rahmen sprengen. Also Sicherheit geht erstmal vor, dass dann halt insgesamt auch solche Stecker als Adapterstecker, solche Stecker in Frage kommen. Wenn ich danach wieder Schuko-Stecker nehme, nach dieser ganzen Angelegenheit, dann ist das schon okay, aber in diesem Zwischenbereich NPE, wo die Brücke gemacht wurde, darf ich es nicht verpolen. Ganz wichtig, wie gesagt, der Proofwood, ich werde das nachher nochmal den Link da nochmal mit reinpacken und da schaut mal rein, der hat da sehr, sehr gute Berichte, was solche Sachen anbelangt und sehr viel Fachwissen. Gut, dann haben wir jetzt Zubehör, das Gerät selber, IT-Netz, wir stellen das soweit zur Verfügung, so. Erst einmal ohne Erde, ja? Gut, ich habe jetzt angeschlossen und werde Folgendes zeigen. Hier habe ich einmal nur meine Teststeckdose mit einem aufgetrennten Erdkabel. Hat auch so seinen Grund, weil ich da gleich was messen möchte mit. Den stecken wir erst einmal aus. Den stecke ich hier rein. Schalte das Gerät, ich sag mal, erstmal nicht ein. Wir werden jetzt erstmal messen, ob die Verbindung irgendwo besteht.
So, einmal Erde zu einer Phase, keine Verbindung, zu der anderen Phase auch keine Verbindung. Also hier ist die Erde angeschlossen, die zum Gerät, zum Schutzkontakt geht. Und da sehen wir, dass wir weder zu einem noch zum anderen eine Verbindung haben. Es piept nichts, wir haben hier nichts. So, und damit wissen wir, dass dieser Kontakt hier auch nicht angeschlossen ist. Ja? Gut, das heißt, der ist nicht angeschlossen, nur aus Gründen der Sicherheit werde ich den auf jeden Fall dann trotzdem noch mal verbinden. So, der ist jetzt verbunden, fertig. So, dann kommen wir dazu, ich schließe ein Verbraucher an, das ist in diesem Falle hier mein Kühlschrank, der Kompressorkühlschrank. Und Kompressorkühlschränke haben sehr hohen Anlaufstrom, sind aber auch relativ empfindlich, weil hier auch eine ganze Menge an Elektronik verbaut ist für die Temperatureinstellung, relativ empfindlich, was die Spannung anbelangt. Gut, die werden wir dann gleich hier messen. Ich habe das hier schon mal soweit vorbereitet. Habe hier das Probe angeschlossen über einen Adapterstecker, den habe ich natürlich schön isoliert. Der wird hier reingesteckt. Das heißt, wir sind gleich in der Lage, hier die Spannung, den Sinus, uns anzuschauen. So, dann schalte ich das Gerät mal ein. Er bootet. Okay. AC schalten wir aus, AC-Last ein. So, Netzgerät ist an von dem Kühlschrank, der läuft, der kühlt. Ich schalte den jetzt extra mal runter. Jetzt hat er 17 Grad, gut, die Temperatur. Dann schauen wir uns jetzt einmal den Sinus an und werden feststellen, das ist trotz Belastung ein wunderschöner Sinus. Der Kompressor läuft gerade. Hat eine Aufnahmeleistung von momentan 80 Watt. Und der Sinus, der sieht gut aus. So, ich hoffe, dass man das gesehen hat. Da sieht man es. Also ein sehr schöner Sinus. Spannung wird angegeben mit 112, allerdings natürlich nur, klar, Masse, Nullpunkt zur positiven Welle, die ich jetzt gerade hier messe. Das heißt also, 224 Volt habe ich da jetzt im Moment. Dann werden wir das zusätzlich nochmal versuchen zu messen. Das müssen wir anders machen.
So, jetzt haben wir 229,6 Volt. Esse ich jetzt hier. Ja, das war es im Prinzip. Das wollte ich, was ich euch zeigen wollte. Einmal die Ausgangsspannung und natürlich auch, also einmal gemessen bzw. eben die Ausgangsspannung am Oszilloskop gesehen, um damit halt zu sehen, dass der Sinus, der hier rauskommt, sauber ist. Wir haben Maximum noch einmal 2200 Watt, die ich hier entnehmen kann, auf allen zusammen. Pro Steckdose 2000 Watt. Habe hier sehr viele verschiedene Möglichkeiten, was USB anbelangt. Unter anderem auch 2x A15 Watt Ausgänge für induktives Laden. Die meisten Handys sind ja mittlerweile für induktives Laden ausgerüstet. Das heißt, da brauche ich dann auch keine Verkabelung mehr in irgendeiner Form drauflegen, fertig. Und ja, rund die 30 Kilogramm, ich gucke da nochmal genauer nach, in den die App kann man sich dann von BlueAti runterholen. Das habe ich jetzt auch schon gemacht. Das ist natürlich auch nicht besonders viel an Informationen. Nur das letztendlich, was auf dem Display auch steht. Nur ich kann es halt von der relativen Ferne über Bluetooth, also 10 Meter circa, kann ich halt dann die Spannung ablesen und den Akkuzustand und so weiter. So, hier haben wir also Nennleistung sind 200 in dem Bereich, 220 bis 240 für unsere EU-Geschichte, 2200 Watt. Oder aber die Last darf als Spitzenleistung zwischen 2000 und 2500 Watt kurzzeitig. Das sind 2500 Watt für 2 Minuten. Das heißt also für Anlaufströme in irgendeiner Form von Motoren oder sonst irgendwas ist das Gerät also auch fähig. So, ja, dann haben wir noch Spitzenlast insgesamt für 100 Millisekunden, 4800 Watt, bis dann halt diese interne Sicherung anspricht. Ja, Überlastung haben wir. Schauen wir mal, was wir hier sonst noch so haben. Ja, ich sag mal so, alle weiteren technischen Daten könnt ihr euch auch im Netz holen und ich werde dann vielleicht noch ein paar Bilder davon einklinken, die um diese ganzen Daten dann noch einmal abzulesen für euch, damit ihr die schneller habt und nicht lange im Netz rumsuchen müsst. Aber wir kommen jetzt einfach dazu, dass dieses Gerät für mich wiederum keine hundertprozentige Spannung für das ganze Haus darstellen kann, sondern halt nur für Notfälle, für diesen Blackout-Fall, der mehrere Wochen dauert oder dauern könnte, sagen wir es mal so. Oder auch nicht nur ein Blackout, sondern halt ein Brownout, die ja auch schon im österreichischen und schweizerischen Bereich genannt wird, dass dann eventuell, falls die Spannung, also der Strom insgesamt von den Kraftwerken nicht mehr so zur Verfügung gestellt werden kann, würden zum Beispiel 4 Stunden hat man Saft, 4 Stunden hat man keinen Saft, dass solche Lösungen dann irgendwie gemacht werden. Aber für alle Fälle habe ich hiermit auf jeden Fall ein Werkzeug, um zumindest meine Kühlschränke bzw. Tiefkühlschrank damit am Leben zu halten. Ich kann ihn ja auch gleichzeitig über das mitgelieferte Netzteil mit meinem Generator, mit dem Sinusgenerator, mit dem kleinen, den ich mal vorgestellt hatte, 700 Watt, den kann ich damit auch laden. Der braucht 0,9 Liter Sprit bei 3/4 Last in der Stunde und in 2,5 bis 3 Stunden ist das Gerät damit voll. Also ich habe auf jeden Fall die Möglichkeit, auch für längere Abschattungen, wenn es halt längere Zeit gar keine Sonne ist, aus irgendwelchen Gründen heraus, kann ja jetzt sein, im Winter Schnee und die Solarzellen sind voll Schnee und dann bringen die auch nicht viel, dass ich die dann halt mit dem Generator aufladen kann. Das heißt, ich habe da mehrere Möglichkeiten, Plan B, Plan C, immer in der Tasche. Jeder muss da halt schon mal oder sollte schon mal schauen, dass er da in irgendeiner Weise für vorgebaut hat, ob das Firmen sind, die dann halt USV an die Computer anschließen, falls mal die Spannung weg ist, dass sie wenigstens geregelt und sauber runtergefahren werden können oder halt über solche Geräte, die das noch für längere Zeit den Betrieb aufrechterhalten können. Gut, das war es also soweit. Jeder hat so seine Meinung zu dem Thema. Ich ebenfalls, aber besser haben als brauchen ist so das Thema im Moment. Und ja,
Falls noch irgendjemand Fragen hat in irgendeiner Form, falls ich noch irgendwo helfen kann oder Anregungen hat, bitte schreibt dann einfach unten in die Kommis mit rein. Und ja, wie gewohnt werde ich mich dann halt immer in kürzester Zeit melden. Und bisher konnte ich einigen Leuten damit helfen und einige Fragen beantworten. Es kam auch hier und da auch schon mal ein Feedback mit irgendwelchen, ja, ich sag mal, Erweiterungen oder sowas oder Vorschlägen. Immer alles gern genommen und gern gesehen. Ich mache es als Hobby, nicht zum Geld verdienen. Und von daher bin ich da vollkommen frei und offen. Und wer hierzu noch speziellere Fragen hat, was man vielleicht noch testen oder versuchen könnte, was dann auch für mich Sinn machen sollte, dann mache ich das natürlich auch noch. Kein Problem. Wenn einmal der Aufbau gemacht ist, Material habe ich alles da, kein Problem. Gut, dann wünsche ich euch auf jeden Fall allzeit Strom bzw. Spannung, egal wo ihr braucht und wo ihr wollt. Ob jetzt im Wohnmobil oder zu Hause irgendwelche Probleme, vielleicht ist durch einen Baggerunfall irgendwo das Hauptkabel gerissen und ihr habt auch für ein paar Tage keinen Strom, dann kann so ein Gerät natürlich auch kräftig weiterhelfen. Aber wie gesagt, das sind über 2000 Ocken, die man dafür hinlegen muss. Da sollte man schon wirklich genauestens wissen, ob ich das brauchen kann oder ob es mir persönlich was bringt. Ich denke, falls ich es nicht brauchen sollte im Laufe der Zeit, Geräte kann man auch immer wieder gut verkaufen, das ist auch kein Problem, aber ich stehe dahinter und deswegen habe ich es auch gekauft. Danke und tschüss.